Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Was hat es mit den Zinsen wirklich auf sich? Geben die Banken da genügend zurück? Macht die Bundesregierung da genügend oder sollte auch da in den Markt eingegriffen werden? Was erwartet uns bei der de facto rot-blau eingesetzten Sondersitzung zum Thema Teuerung? Und steuern wir vielleicht auf Neuwahlen zu? Das sind die Themen unseres heutigen Duells. Heute einerseits mit Laura Sachs-Lehner, ÖVP-Politikerin und ehemalige Generalsekretärin, jetzt Mediensprecherin in Wien der ÖVP. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und andererseits Robert Miesig, Publizist, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, der uns per Zuschaltung aus dem weit kühleren Norddeutschland zugeschaltet ist. Hallo, Robert. Schönen guten Abend, hallo. Laura Sachs-Lehner, ich beginne mit Ihnen und dieser Frage, die doch sehr viele Menschen derzeit betrifft, nämlich der Zinsen. Kreditnehmer, und die ÖVP versteht sich ja immer ein bisschen als Häuselbauerpartei, also auch als Häuselbauerpartei, kriegen die volle Wucht zu spüren, nämlich die angehobenen Zinsen wären zum Beispiel auf Spareinlagen, dieses Zinsniveau weit unter dem Euribor liegt, also der Zinssatz, der da in Wirklichkeit schon bei 3,75 ist und die Banken geben vielleicht 0,2, wenn überhaupt, her. Läuft da nicht ziemlich viel schief? Also ich verstehe natürlich total die Frustration der Menschen, die jetzt diese Zinslast zu spüren bekommen. Ich bin nur sehr, sehr vorsichtig, wenn es da um staatliche Eingriffe geht. Auf der einen Seite muss man sagen, dass diese Kreditverträge, die zum Beispiel zum Teil vor Jahren abgeschlossen wurden, dass das natürlich mündige Bürger waren, die da private Verträge abgeschlossen haben. Und ich sehr, sehr vorsichtig wäre, wenn man jetzt sofort danach ruft, dass da die öffentliche Hand, also der Steuerzahler, dafür aufkommen soll, dass halt manche damals variable Verträge abgeschlossen haben und keine Fixen. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage der Sparbücher. Also ja, jeder, der gerade in Österreich, wo es sehr, sehr üblich ist, dass man spart, dass man sein Sparbuch hat, diese Menschen sollen dafür natürlich auch entsprechend was bekommen. Und da halte ich zum einen natürlich für richtig, dass diese fatale Zinspolitik der EZB der letzten Jahre, dass die endlich ein Ende genommen hat. Aber es stimmt natürlich, dass diese Zinsen nicht so stark steigen wie zum Beispiel Kreditzinsen. Da kann man sicher diskutieren, wie man Menschen, die es wirklich brauchen, die es notwendig haben, dass man die stärker unterstützt. Aber ich halte nichts von noch zusätzlichen Gießkannenmaßnahmen, wie wir es die letzten Jahre zum Teil leider schon hatten. Robert, sollte da irgendwie eingegriffen werden? Der Andreas Babler, der SPÖ-Vorsitzende, hat gestern bei uns im Sommergespräch gesagt, es müsste zumindest für die Sparer einen Fixzins geben und auch für die Kreditnehmer, dass es eine gewisse Obergrenze nicht überschreitet. Ja, natürlich sollte es das geben und das ist ja jetzt auch nicht etwas, was sozusagen völliges Neuland ist, sondern es gibt ja verschiedene europäische Länder, in denen es da langfristig auch Regeln gibt, also zum Beispiel mit verschiedenen Sparmodellen, mit einem quasi Volkssparbuch, mit einem geregelten Zinssatz. Und dann auch mit Höchstzinsen. Das gibt es in verschiedenen Ländern und das hat sich ja sehr bewährt. Wenn die Laura Sachs-Lehner sagt, sie ist gegen staatliche Eingriffe, ja gut, ich verstehe die Systematik dahinter. Das Problem ist nur, wir sehen ja an vielen Stellen, wenn die Banken dann wieder mal ein Problem haben, wenn sie sich verspekuliert haben, dass die Menschen, dass wir die Steuerzahler und die Staaten sie retten müssen. Das ist ja das Erlebnis, das wir noch haben aus der Finanzkrise 2009 und von verschiedenen anderen Krisen. Also bei den Banken, da darf dann der Staat und der Steuerzahler immer hinlangen, bei den Kreditnehmern und Häuselbauern, da muss der Markt gelten. Ja, also das ist sozusagen zumindest in der Systematik ein bisschen fragwürdig. Natürlich stimmt es sind Menschen, die
zu einem gewissen Teil zumindest eine Art von spekulatives Hochrisikogeschäft abgeschlossen haben. Und wenn ich das abschließe, dann muss ich ja wissen, was passiert, wenn die Wette schlecht ausgeht. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, die Zahlen, dass weit über 50% der österreichischen Kredite, die vergeben worden sind, also an jedenfalls an Kleinkrediten, also an den typischen Krediten, von denen wir hier reden, also jetzt nicht das, was sozusagen die Finanzierung eines großen Industriebetriebs ist, aber das ist der klassische Häuselbauer, ist variable Kredite sind, dann kann man doch davon ausgehen, dass die Banken hier Kreditnehmer in ein Risiko hineingetrieben haben, ohne dass man wirklich den Leuten gesagt hat, was da im Extremfall auf sie zukommt. Und dann kommt ja noch etwas Weiteres hinzu. Es geht ja dann im Extremfall nicht bloß um einige wenige Hunderte oder Tausende individuelle Kreditnehmer, die ein Problem haben. Wenn man so viele Hochrisikokredite vergibt, dann produziert man ja auch wiederum systemische Risiken, die dann erst recht wieder im Extremfall der Steuerzahler oder die Allgemeinheit zu tragen hat. Und mit systemischen Risiken versteht man üblicherweise die systemischen Risiken, die das Finanzsystem als solches eingeht, also die Banken. Aber natürlich, es gibt auch systemische Risiken anderer Art, die damit produziert worden sind. Nämlich, wenn das jetzt so weitergeht, werden wir uns eine dramatische Krise am Immobilienmarkt eintreten. Möglicherweise werden viele dann ihre Häuser verlieren oder sozusagen verkaufen müssen. Wenn das viele gleichzeitig tun, verfällt wiederum der Wert und so weiter und so fort, mit allen Folgen, die es dann auch hat für die Bauindustrie. Also man darf da nicht nur sozusagen quasi an diesem Punkt die individuellen Kreditnehmer, so sehr es wichtig ist, was deren ja Existenz betrifft, im Auge haben, sondern auch das systemische Risiko, dass wir als Volkswirtschaft und Nation damit tragen. Sowas, was der Robert meint, ist ja einst in den USA einmal passiert, nämlich dass eine Immobilienblase mit ziemlich vielen schlechten Krediten, wo gar nicht überprüft wurde, geplatzt ist. Jetzt gibt es viele Länder in Europa, die diese variablen Zinskredite überhaupt nicht hergeben, sondern tatsächlich Fixzinskredite. Warum hat sich das in Österreich so eingebürgert? Und von dem, was ich höre, ist das gerade bei Regionalbanken ganz besonders ausgeprägt, dass da eigentlich nur teilweise variable Kredite vergeben wurden und nur Länderbanken überhaupt Fixzinsen hergeben. Naja, es hat sich deshalb eingebürgert, weil es in den letzten Jahren für viele Menschen noch einfach eine günstige und gut klingende Variante war, weil es eine Zeit lang für viele einfach sehr reizvoll war, sich auf dieses Spiel einzulassen. Und ich würde schon davor warnen, zu dem, was der Herr Misik jetzt gesagt hat, jetzt kategorisch den Österreichern sozusagen zu attestieren. Die wussten alle nicht genau, worauf sie sich einlassen, und da sozusagen hat man sie nicht ordentlich informiert und da hat man mit dem Feuer gespielt. Natürlich mag es schon diese Fälle geben, wo man sozusagen nicht sich im Klaren darüber war, was das für Konsequenzen jetzt haben könnte, angesichts der Entwicklungen, die wir jetzt haben. Natürlich, das möchte ich nicht abstreiten, aber trotzdem, ich gehe schon davon aus, dass man unserer Bevölkerung eine gewisse Mündigkeit zuschreiben kann und jetzt dann nicht jeden so sofort in diese Opferschiene drängen muss. Ich bin grundsätzlich absoluter Meinung, dass wir Menschen, die wirklich unverschuldet in Notlagen geraten, dass wir sie unterstützen müssen. Ich finde, da kann man zum Beispiel auch eine Art von Härtefallfonds diskutieren, über die man sowas dann abwickeln kann. Ich halte nur nichts von so gesamtstaatlichen Eingriffen und Modellen. Herr Misik hat es jetzt Volkssparbuch genannt. Das finde ich besonders spannend. Ich finde, Banken vorzuschreiben, durch staatliche Eingriffe, wie viele Zinsen sie wo drauf zu geben haben, das riecht alles schon sehr nach Planwirtschaft. Und da wäre ich schon vorsichtig, abgesehen davon, wie gesagt, dass es dann wieder darum geht, dass wir da mit der Gießkanne möglicherweise auch zum Teil Menschen entlasten oder Menschen unterstützen mit diesen Maßnahmen, die sie am Ende des Tages gar nicht nötig haben. Also ich glaube, da muss man schon sozusagen das zurechtrücken. In Frankreich gibt's Sparprodukte, die klare Minimalzinsen haben, und die sind, glaube ich, bei 3%. Also das macht dann schon
etwas aus für jemanden, der da 10.000 Euro drauf liegen hat oder 20.000. Das ist das eine. In Deutschland gibt es nur 20% variable Kredite, während es bei uns sehr, sehr viel mehr gibt. Ich nehme mal an, dass das auch etwas damit zu tun hat, dass da in Deutschland die Finanzmarktaufsicht besser hinschaut als in Österreich. Also ich glaube nicht, dass Deutschland und Frankreich jetzt so große Exempel für Planwirtschaft wären. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man muss, ich glaube, Sie haben ja recht, es ist ja völlig klar, dass es natürlich auch die einzelnen Kreditnehmer eine Verantwortung haben, sich nicht dazu übernehmen oder etwas abzuschließen, bei dem sie sich potenziell übernehmen. Ich würde nur halt die Banken auch nicht so vollständig freisprechen. Also sozusagen, ich weiß schon, sozusagen die ÖVP ist mit den großen Konzernen immer eng verbandelt und will immer sehr freundlich zu denen sein, aber man kann die nicht völlig freisprechen. Wir erkennen das ja aus der Finanzkrise des Jahres 2009. Vorher haben österreichische Banken in extrem hohen und systemisch nicht verantwortlicher Weise Fremdwerbungskredite vergeben und hat den Leuten erzählt, das ist das beste Finanzprodukt. Und hinterher hat man ein Riesenproblem gehabt, wo die österreichische Nationalbank dann jahrelang gebraucht hat, um das nach und nach aufzuräumen. Das heißt, die Menge der Fremdwährungskredite wegzukriegen und umzuwandeln in Eurokredite. Und mein Eindruck ist schon, weil den Banken dieses Instrument der Fremdwährungskredite da quasi madig gemacht worden ist und von der Zentralbank, von der Nationalbank da extra drauf geschaut hat, ist man in andere Bereiche hineingegangen, wo man sozusagen die nächste Drehung der Hochrisikogeschäfte gedreht hat. Und das ist sozusagen quasi diese Menge an variablen Krediten. Es geht ja nicht darum, dass es sowas nicht geben soll. Ja? Nur ab so einer großen Menge, die man hier hat, ist es offensichtlich nicht nur so, dass die Kreditnehmer das für sie Beste ausgewählt haben, sondern dass die Banken da schon in eine Richtung des Hochrisikogeschäfts gegangen sind. Und da ist jetzt nicht die Antwort ganz einfach. Es ist die Antwort nicht ganz einfach, was soll man hier jetzt tun, um dieses Problem zu bekämpfen. Es ist immer komplex. Aber so zu tun, als geht es einen Staat und eine Regierung und ein Finanzministerium nichts an, das ist sicherlich die falsche Richtung. Genauso wie es übrigens auch in der Finanzmarktaufsicht etwas angegangen wäre, die offensichtlich nicht ausreichend Druck gemacht hat. Wenn man die Nachrichten liest, hat die Finanzmarktaufsicht das sehr wohl am Radar gehabt, aber da in einem Konflikt mit den Banken ganz offensichtlich den Kürzeren gezogen. Und das sind dann natürlich auch systemische Risiken, die wir da jetzt alle tragen. Wenn Baufirmen und der ganze Immobilienmarkt jetzt in eine starke Krise schlittern, dann gibt es ja da auch Betroffene und Opfer, wo man sich die Frage stellen kann, wie kommen die dazu, dass die sozusagen jetzt quasi die Leidtragenden eines risikoreichen Bankgeschäftes sind. Und da sich eben auf den Standpunkt zu stellen, wie man das als Regierung oder als ÖVP in der Bundesregierung jetzt seit Jahren eigentlich schon macht, seit einem Jahr, wir legen die Hände in den Schoß, weil man soll in den Markt nicht eingreifen. Das haben wir bei den Mieten gehört, das haben wir bei den Zinsen gehört, das haben wir bei der Teuerung und Inflation als Ganzes gehört. Wir haben es bei den Strompreisbremsen und Gaspreisbremsen gehört, die man lange abgelehnt hat, bis man dann, weil es nicht mehr anders ging, im Dezember, glaube ich, dann eine Strompreisregulierung wenigstens eingeführt hat. Daran hat man ja gesehen, es geht, aber vorher hat man sich dauernd gewehrt und gesagt, das darf in einer Marktwirtschaft nicht sein. Also da muss man dazu sagen, dass es natürlich in den vergangenen Jahren auch schon die Möglichkeit gegeben hat, zwischen variabel und fix zu entscheiden. Und wie ich es vorher gesagt habe, nicht ohne Grund haben sich viele Menschen für diese variablen Kredite entschieden. Dass das im Nachhinein jetzt wahrscheinlich die falsche Entscheidung war, ist richtig. Aber das konnten wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt, vor allem wenn es um Menschen geht, die diese Kredite jetzt schon seit vielen Jahren haben und abbezahlen, ja auch so sozusagen nicht abgesehen werden. Und während der Herr Miesig die Banken nicht freisprechen möchte, plädiere ich schon dafür, dass wir die Banken nicht dämonisieren dürfen. Weil am Ende des Tages brauchen wir schon Banken, die eigenständig stark sind, die auch kapitalstark sind, damit sie am Ende des Tages eben nicht baden gehen und wir sie erst recht wieder nicht staatlich retten oder unterstützen müssen. Und da müssen wir schon aufpassen, welche Maßnahmen wir treffen, damit wir am Ende des Tages nicht auf der anderen Seite wieder Dinge gefährden, wo wir eigentlich nicht sein wollen. Mhm. Robert, hat aber der Punkt, den die Laura Sachslehner vorher erwähnt hat, nicht auch was für sich, wenn man das jetzt wirklich mit der Gießkanne machen würde, also mit so Fixzinssätzen,
dann würde es natürlich auch die Unternehmen, die du meinst, die natürlich oder die wirklichen Big Player, die natürlich auch immer wieder Kredite nehmen und die tatsächlich auf variable Zinsen als Spekulationsgeschäft auch setzen, auch mit begünstigen. Das halte ich für das geringste Problem, weil regulatorische Unterschiede zwischen Privatkrediten und Finanzierungsformen von Großkonzernen kann man treffen und die werden im Bankgeschäft ganz üblicherweise getroffen. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist eher, und das ist natürlich, deswegen sage ich, es gibt keine ganz einfache Lösung dafür, dass wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Bankensteuer erheben oder aus dem Budget eine Art von Stützung für bedrängte Kreditnehmer beschließen, dass es dann am Ende genommen alle Steuerzahler sind, die die Kreditrisiken von manchen Häuselbauern finanzieren. Ja? Und jetzt muss man natürlich auch realistischerweise dazu sagen, um welche Leute geht es da auch? Da geht es doch um Leute, die sich vielleicht die 200.000 Euro an Eigenkapital gehabt haben, sich 300.000 noch dazu aufgenommen haben und jetzt ein Haus um 600.000 Hausnummer haben. Ist ja schön, es sind nicht die Reichen, aber sicherlich der gehobene Mittelstand. Ja? Eine Subventionierung von des gehobenen Mittelstandes durch die Steuern von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sie sowas nie leisten könnten, ist natürlich etwas, was systemisch problematisch ist. Das sehe ich schon. Deswegen ist es sinnvoll, sich hinzusetzen und sich zu überlegen, was kann man tun? Wie kann man die Banken, die ja jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein extra Geschäft machen, indem sie sozusagen nochmal was obendrauf legen, dazu zwingen, hier ein bisschen zurückzugehen und nicht nur sozusagen quasi die Profite in der Niedrigzinszeit haben sie hohe Profite gemacht, mit steigenden Immobilienpreisen und in der Hochzinsphase machen sie wieder große Profite mit ansteigenden Krediteinnahmen. Also so kann es dann nicht sein. Da könnte man ja vielleicht auch Druck auf die Banken machen. Und das ist auch sinnvoll. Das hat ja auch schon Wirkung gezeigt. Also dass das politisch thematisiert worden ist, also zunächst mal von Hergovich und dann von Babler, hat ja dann auch dazu geführt, dass sich die Regierung und die Banken zusammengesetzt haben. Da ist jetzt ein bisschen was passiert, aber sicherlich noch nicht ausreichend. Aber da gibt es sicherlich noch mal Spielraum zwischen dem, sagen wir mal, Nichtstun und dem wirklich problematischen Eingreifen in den Markt. Da gibt es sicherlich noch eine Grauzone oder eine Zone, wo einiges getan werden kann und das soll auch getan werden. Mhm. Noch ein Satz vielleicht zu dem, was gesagt wurde. Also grundsätzlich halte ich es wirklich für ein bisschen absurd, der Regierung in Sachen Untätigkeit Teuerung vorzuwerfen. Also ich lese selbst die Zeitung sehr, sehr regelmäßig und erkenne, dass die SPÖ andere Vorstellungen dazu hat, was man bei der Teuerung tut. Aber man kann der Bundesregierung mit Sicherheit nicht vorwerfen, dass man da untätig gewesen war, weil man hat sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Menschen zu entlasten. Dass man vielleicht da und dort noch Maßnahmen setzen wird müssen in Zukunft, ja, das mag sein, aber diesen Vorwurf der Untätigkeit, den kann ich so nicht stehen lassen. Und auf der anderen Seite, ich höre das auch nicht gerne, dieses ständige Dämonisieren von Banken, die sich angeblich jetzt da die Milliardengewinne einstreichen würden und das Dämonisieren der Unternehmen. Die Wobei Milliardengewinne machen sie derzeit, nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Total, aber sie machen sie nicht allein aufgrund der Häuselbauer, sondern sie machen sie zum Teil durch Osteuropa-Geschäfte, durch andere Geschäfte, die Banken machen, wo sie aktuell offensichtlich sehr, sehr profitieren. Also das kann man nicht eins zu eins so umwälzen, so ehrlich muss man sich schon sein. Ich halte auch nichts davon, Unternehmen ständig zu dämonisieren. Es ist wichtig, dass wir funktionierende, starke Banken haben. Es ist wichtig, dass wir starke Unternehmen haben. Das ist wichtig für unseren Wirtschaftsstandort, für unsere Demokratie, für unser Wirtschaftssystem. Das muss man einfach mal so sagen und stehen lassen. Und auf der anderen Stelle, ja natürlich, wir müssen Menschen, die in Notlage geraten sind, die wirklich nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen, die die Kreditzinsen noch nicht mehr bezahlen können, die sollten wir natürlich unterstützen. Und da bin ich ebenfalls der Meinung, dass man diskutieren kann, welche Modelle da vielleicht sinnvoll sind. Ich habe es vorher schon gesagt, ein Härtefallfonds oder wie man die unterstützen kann. Aber ich finde, und das zieht sich ja bei allen Diskussionen bei der Teuerung jetzt durch seit Monaten, wir müssen endlich wegkommen von diesem System der
dieser Gießkanne, dass man es einfach blind ausschüttet über die gesamte Bevölkerung. Menschen, die es teilweise nicht brauchen, dann ebenfalls mit profitieren wie andere, sondern wir müssen uns wirklich gezielt anschauen, wen wir unterstützen und wirklich Geld in die Hand nehmen, um die Schwächsten der Gesellschaft zu unterstützen, weil A, halte ich nichts davon, ständig dieses Gießkannenprinzip weiter zu verfolgen, und es ist mit Sicherheit auch nicht der nachhaltigste und zielführendste Weg. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir über die Teuerung weiter und die Sondersitzung, die kommende Woche zu eben jenem Thema von SPÖ und FPÖ bewirkt wurde. Was erwarten wir da und wird die Regierung da einlenken? Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem heutigen Duell mit Laura Sachslehner, die ÖVP-Seite repräsentiert, also sich selber, aber sie ist ÖVP-Politikerin, und andererseits Robert Miesig, der SPÖ-Mitglied ist und Publizist. Ich weiß nicht, ob er die SPÖ vertritt, er vertritt auch vor allem sich selber. Genau, das ist immer am gescheitesten, sich selber zu repräsentieren. Auch wenn man Sympathien hat. Wir kommen jetzt noch zu einem weiteren ernsten Thema, nämlich der Teuerung. Und da gibt es schon, also eigentlich niemand wirft jetzt der Regierung, der schwarz-grünen Regierung oder türkis-grün, Untätigkeit vor, aber man wirft ihnen halt schon vor, dass ihre Maßnahmen offenbar nicht sehr geglückt waren, weil es gibt schon sowas wie ganz klare Fakten, und die zeigen, dass wir einfach sowohl in der Inflation wirklich weit über dem Euroschnitt liegen, also die Teuerung, die zwar zurückgeht, aber lang nicht so zurückgeht wie in anderen vergleichbaren Staaten, und andererseits auch die wirtschaftliche Entwicklung, die hier schneller verlangsamt als in vergleichbaren anderen Staaten. Haben wir da nicht doch ein Problem, und sollte da die Bundesregierung nicht doch in irgendeiner Form nachschärfen? Vielleicht so, wie Sie gemeint haben, nicht mehr mit der Gießkanne, aber mit gezielten Maßnahmen? Also natürlich, gezielte Maßnahmen, wie ich es vorher gesagt habe, ist auf alle Fälle die richtige Antwort. Also ich halte nicht von einer Gießkanne. Man muss aber natürlich schon dazu sagen, warum hat man sich damals für diese Art von Maßnahmen entschieden? Es war ja in den letzten 1,5 Jahren, glaube ich, wenn wir jetzt zurückblicken, immer das Thema, wie können wir möglichst schnell und unbürokratisch helfen? Wie können wir den Gruppen helfen, die es wirklich benötigen? Angefangen von Alleinerziehenden über Familien bis hin zu Pendlern, bis hin zu aber auch Unternehmen, die zum Beispiel unter den Energiepreisen besonders stark gelitten haben. Und da gab es natürlich immer diese schwierige Gratwanderung zwischen, wie vermeiden wir möglichst viel Bürokratie, wie ist es möglichst treffsicher und wie schaffen wir es, dass wirklich diejenigen davon profitieren. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass das nicht immer geglückt ist. Also ich bin ja eine scharfe Kritikerin des Klimabonus, der ja genau diese Gießkanne war, weil warum Millionäre 500 Euro überwiesen bekommen müssen bis hin zu Asylwerbern oder Gefängnisinsassen, erschließt sich mir bis heute nicht. Und da gab es sicher eine Reihe von Maßnahmen, die jetzt durchaus kritisch zu betrachten sind. Ich bin absolut der Meinung, dass man sich jetzt anschauen muss, wie man in Zukunft das so reduziert, dass man wirklich nur die unterstützt, die es brauchen, also Familien, Alleinerziehende, Menschen, die eben in Notlage sind. Aber auch, und deswegen halte ich absolut nichts von all den SPÖ-Vorschlägen, die jetzt diskutiert werden, angefangen von der 32-Stunden-Woche bis hin zu Erbschaftssteuern, bis hin zu Zinsdeckeln, weil es schon darum geht, dass wir eben alles tun müssen, um unseren Wirtschaftsstandort zu schützen, unsere Unternehmen zu schützen. Weil das Letzte, was wir brauchen, ist, dass uns die Produktivität, die Wirtschaftsleistung kippt und dass wir da dann weniger Arbeitsplätze zur Verfügung haben etc., die Arbeitslosigkeit. Also das sind alles Dinge, die wir natürlich auf jeden Fall vermeiden müssen, und deswegen halte ich nichts von diesen SPÖ-Vorschlägen. Robert? Ja, ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Also die angeblich so wirtschaftskompetente Regierung hat uns und damit auch die mit Lösungen, die sie angesprochen hat, haben uns eben dazu gebracht, dass wir das drittschlechteste Land innerhalb der Eurozone sind, was das Wirtschaftswachstum betrifft, und auch das drittschlechteste Land
sind, dass was die Inflation betrifft. Also das sind ja harte Fakten. Das richtet ja, ist ja quasi ein Zeugnis über die Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre. Ja? Und weil Sie vorher gesprochen haben von der Dämonisierung der Banken, kein Mensch dämonisiert die Banken, aber das Problem ist doch, wir brauchen eine Wirtschaftsstruktur, wo nicht nur eine Seite und eine Branche und ein Sektor gut verdient und die anderen, für die geht es abwärts. Und das haben wir in den letzten Jahrzehnten natürlich erlebt, auch in globaler Hinsicht. Deswegen gibt es ja auch so viel ja, auch Ressentiment und Frustration und Grundstimmung. Die Leute erleben das ja, sie wissen es ja, dass die Profite und die Gewinne in den bestimmten Sektoren dramatisch gestiegen sind, dass die Reichen immer reicher geworden sind, während es zum Beispiel im letzten Jahr, im Jahr 2022, die Zahl ist ja viel zu wenig bekannt, für die große Menge der normalen Leute, die normalen Beschäftigten, Reallohnverluste von 3,7%, also praktisch 4% Reallohnverlust gegeben hat. Ja? Das sind ja ganz harte Fakten. Ja? Und insofern können Sie noch so viel die Nase rümpfen über Vorschläge der SPÖ. Die SPÖ hat immerhin Vorschläge gehabt. Ja, natürlich ist es komplex. Ja? Natürlich ist es komplex, aber wir würden deutlich besser dastehen, wenn man einige dieser Vorschläge realisiert hätte. Die SPÖ, aber nicht nur die SPÖ, sondern durchaus auch kompetente andere. Ich erinnere nur zum Beispiel an die praktisch alle Wirtschaftsforscher, aller Wirtschaftsforschungsinstitute, die händeringend gesagt haben, entkoppelt die Mieten von der Inflationsentwicklung. Setzt dieses Gesetz, das festlegt, dass die Mieten mit der Inflationsentwicklung steigen, temporär wenigstens aus und streckt es über verschiedene Jahre. Das haben nicht die SPÖ gefordert, aber die SPÖ auch, aber insbesondere die Chefs und die Forscher und die Experten aller Wirtschaftsforschungsinstitute. Und deswegen, Sie haben natürlich recht, die Regierung hat viel getan. Ja? Ich will das auch gar nicht kleinreden, es war wichtig dafür, dass die Menschen einigermaßen über die Runde gekommen sind, aber sie hat vor allem etwas dafür getan, dass die Menschen die steigenden Preise wenigstens irgendwie bezahlen können und relativ wenig bis nahezu nichts getan, was dazu beiträgt oder beigetragen hätte, dass die Preisentwicklung gebremst wird, dass sie nicht so steigen, dass die Inflation gebremst wird. Ja, eben Mieten, aber auch bei Strom und bei Gas und bis hin zu den Lebensmittelkosten. Ja? Also es kann doch nicht sein, dass man in Österreich mittlerweile an manchen Stellen doppelt so viel zahlt wie im deutschen Supermarkt. Ja? Selbst Mannerschnitten, ja, die bei uns 3,50 Euro kosten und bei uns, also sozusagen so diese Sackerl und 400 Gramm, kosten 3,50 Euro in Österreich. Und werden in Österreich produziert und kosten in Deutschland 2,99. Genauso mit in Österreich produzierten Bier. Das ist doch absurd. Ja, jetzt weiß ich schon, Bier ist kein notwendiges Lebensmittel, aber nur als Beispiel dafür. Ja, das muss doch, kann doch nicht sein. Ja, da hätte man ja zumindest in der Bundeswettbewerbsbehörde einiges eingreifen können. Und. Ja, jede dieser verschiedenen Bereiche, wo die Inflation explodiert ist, hätte es unterschiedliche Maßnahmen gebraucht. Ja, es gibt nicht die eine Lösung, die für alles gut funktioniert, aber in jedem dieser Bereiche hätte es Lösungen gegeben, aber keine hat die Regierung ergriffen, um den Preisaustrieb als solches zu stoppen, sondern nur Maßnahmen, um den Menschen zu unterstützen, die gehobenen Preise zu bezahlen. Und das waren auch meistens nur Einmalzahlungen, obwohl ja sozusagen, wie wir wissen, der Preisauftrieb dann geblieben ist. Also wenn man das alles zusammenzählt, wurden natürlich in den letzten eineinhalb Jahren extreme Fehler gemacht, die man auch problemlos vermeiden hätte können, weil es andere gegeben hat, die schon gesagt haben, was man tun hätte sollen. Mit dem Ergebnis, dass wir jetzt in der Wirtschaftsleistung und beim Wachstum drittschlechtester in Europa sind und bei der Inflation auch drittschlechtester in Europa. Ja? Kleine Einschränkung zum Schluss. Das heißt jetzt nicht, dass wir abgesandelt und ein schlechtes Land sind und bei uns alles runtergeht. Man sollte auch aufhören mit dem Alarmismus, ja, und mit dieser Übertreibung, mit diesen Übertreibungen, die in politischen Diskursen auch da sind. Aber wenn man drittschlechtester innerhalb der Eurozone ist, dann gibt es offensichtlich Spielraum nach oben, sodass man zumindest, um es freundlich zu sagen, noch besser werden könnte. Sind da Vorschläge dabei gewesen, wo Sie sich vorstellen könnten, weil zum Beispiel die Indexanpassung, die Mieten beschließt, die ist ja auch tatsächlich laut Experten, die durchaus auch der ÖVP nahestehen, völlig überholt und für die jetzige Zeit einfach unpassend. Und das wäre ja auch kein echter Markteingriff. Wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit?
Also ich glaube schon, dass man diskutieren kann, was man zum Beispiel bei den Mieten machen sollte. Es hat da ja Vorschläge gegeben, wo es dann keine Einigung auf Bundesebene gegeben hat, weil die Grünen wiederum bei Entlastungen beim Thema Eigentum nicht mitgegangen sind, was ich für sehr, sehr schade erachte. Ich teile den Befund vom Herrn Misik in einer Sache, und zwar beim Thema Alarmismus. Da bin ich auch der Meinung, dass wir den nicht brauchen und dass wir aufhören müssen, unser eigenes Land ständig so schlecht zu reden. Gibt da Politikerinnen, die, wie es der Herr Misik zitiert hat, davon sprechen, Österreich sandelt ab. Also das halte ich wirklich für mehr als unangebracht. Ich glaube aber auch da, bei dem, was der Herr Misik gesagt hat, muss man aufpassen, zum Beispiel beim Thema der Lebensmittel, wo man da eingreift. Auch das ist natürlich alles wieder die Gießkanne. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wollen wir jeden Menschen, der in den Supermarkt geht, entlasten, selbst wenn der ein Einkommen hat, was ihn wirklich zu den reichsten Menschen dieses Landes zählen lässt. Da finde ich, muss man einfach aufpassen. Nein, aber Entschuldigung, darf ich da kurz unterbrechen? Das habe ja ich nicht gesagt und ist, glaube ich, hat überhaupt niemand vorgeschlagen, dass man Lebensmittelpreise stützt, wenn sie einfach durch die Decke gehen, weil die Unternehmen hier einfach... Natürlich haben wir das Modell diskutiert. Profite realisieren wollen. Wenn Rewe in Deutschland das Produkt um 2,99 verkaufen kann, dann kann es Rewe in Österreich auch. Ja? Es ist ganz einfach. Und wenn sie es teurer verkaufen, dann machen sie halt einen extra Schnitt. Da brauche ich aber keine Subventionierung. Entschuldigung. Okay, also ich wiederhole mich noch einmal. Ich halte jegliche Form von staatlichen Eingriff einfach für schwierig und muss man sehr, sehr vorsichtig damit sein. Und noch einen Satz zu dem, was ebenfalls vorher gesagt wurde, die SPÖ würde niemanden dämonisieren. Entschuldigung, das kann man so auch nicht stehen lassen. Natürlich dämonisiert die SPÖ die Banken, sprechen immer von den bösen Konzernen. Natürlich dämonisiert die SPÖ Unternehmen und deswegen halte ich es schon für sehr verantwortungslos, wenn man gerade in einer Zeit wie jetzt zum Beispiel ständig davon spricht, eine 32-Stunden-Woche zu fordern, weil es gibt, glaube ich, de facto in Österreich keinen Unternehmer, keinen Betrieb, der einem nicht gerade sagen würde, was für einen unfassbaren Arbeitskräftemangel wir haben. Und da sprechen wir nicht von Fachkräften, sondern generell von Arbeitskräften. Und da ist natürlich klar, dass jegliche Reduzierung der Arbeitszeit, also eine gesetzlich vorgeschriebene Reduzierung, muss man dazu sagen, das Problem immer weiter verschärfen würde und massive Nachwirkungen zur Folge hätte, die unsere Wirtschaftsleistung gefährden würde. Und abgesehen davon, das möchte ich auch dazu sagen, dass es natürlich eine Scheindebatte ist. Weil es gibt sehr, sehr viele Unternehmen in Österreich, die bereits auf eine kürzere Arbeitszeit setzen, wenn das für sie leistbar ist, wenn es in der Branche passt, wenn es umsetzbar ist. Wir haben in Österreich, wenn man sich Studien anschaut, eine Arbeitszeit, die stetig sinkt, die immer kürzer wird im Durchschnitt. Ich halte nur nichts davon, dass man das dann gesetzlich vorgeschrieben fordert. Mhm. Jetzt findet kommende Woche auf Antrag von SPÖ und FPÖ eine Sondersitzung zum Thema Teuerung statt. Robert, was bringt diese Sitzung? Ist das nicht mehr eine Show? Naja, wie soll ich sagen, dann ist ja jede Parlamentssitzung eine Show, wo jetzt nicht ein Gesetz einfach abgestimmt wird, sondern wo man auch noch über das Gesetz diskutiert und Abänderungsanträge einbringt, von denen man aber eh weiß, dass die Regierungsmehrheit zurückweisen wird. Ja? Das ist ja der Sinn des Parlamentarismus, dass wir auch auf einer Bühne und auch auf einer regulierten Bühne und nicht nur in Fernseh-Talkshows die besten Lösungen diskutiert. Und wenn die Regierung keine davon aufnimmt, dann ist es natürlich, ja, dann ist es nur eine Show, aber dann zeigt es auch, dass die Regierung nicht bereit ist, Konsequenzen zu ziehen aus den fatalen Bilanzen der Regierungspolitik der letzten Jahre. Und was man ja auch sieht, ist ja, dass sozusagen öffentlicher Druck, indem man etwas kampanisiert, und dazu gehört natürlich auch die Bühne des Parlaments, indem man sozusagen quasi die Regierenden auch zwingt, diese Debatten dort zu führen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich in der Volksvertretung. Das macht natürlich Druck, wo man doch die Hoffnung haben kann, dass auch die Regierung da langsam zum Jagen getragen wird. Ja? Wobei ich da mal ein bisschen schwer tue, auch immer über die Regierung zu sprechen, weil das Problem, das wir ja haben, ist, dass wir zwei Regierungsparteien haben, eine Koalition, wo die ÖVP immer auf der Seite sozusagen der Reichen, der Unternehmen und der Konzerne ist und die Grünen vielleicht da und dort was anders machen wollen und gleichzeitig blockiert man sich dann auch gegenseitig, wie es ja im Bereich zum Beispiel der Mietpreisbremse der Fall war. Da wollten ja die Grünen das abschließen, was die verschiedenen Fachleute gefordert haben und die verschiedenen Experten vorgeschlagen haben. Und die ÖVP hat sich dann dagegen gewehrt.
Das ist natürlich auch irre. Ja? Also im Grunde genommen sozusagen. Du hast jetzt nicht gesehen, aber die Laura Sachs-Lehner tut schon die ganze Zeit den Kopf schütteln auf das, was du sagst. Entschuldigung, aber da muss ich wirklich einhaken, die ÖVP, die immer auf der Seite der Reichen und der Konzerne steht. Bedeutet das, man steht auf der Seite der Reichen, wenn man den Familienbonus nicht nur einführt, sondern neuerdings erhöht? Bedeutet das, man steht auf der Seite der Reichen, wenn man eine Steuerreform macht, wo man vor allem niedrige und mittlere Einkommen entlastet? Bedeutet das, man steht auf Seite der Reichen, wenn man Alleinerziehende entlastet? Bedeutet das, man steht auf der Seite der Reichen, wenn man zum Beispiel die Pensionen, seitdem die ÖVP den Bundeskanzler stellt, immer über der Inflation erhöht hat, was SPÖ-Regierungen vorher jahrzehntelang nicht gemacht haben. Also wirklich, dieser Vorwurf ist dermaßen absurd und unangebracht. Das halte ich wirklich für mehr als dreist. Robert, bist du dreist? Also, ja, ich meine, sozusagen, wir haben es ja jetzt auch gehört, an jeder Stelle, wo es um die Banken geht, na, da darf man nicht eingreifen. Von Ihnen, aber ich rede jetzt, wir können ja auch andere Beispiele, bei den Banken darf man nicht eingreifen. Ja? Bei den bei der Arbeitszeitverkürzung, nein, da darf man nichts machen, obwohl alle Experten, beispielsweise jetzt gerade in Deutschland hat jetzt der Chef der deutschen Industriegewerkschaft Metall, der größten Gewerkschaft der Welt, die wirklich sozusagen keine klassenkämpferische Gewerkschaft ist, sondern aufgrund ihrer Stärke und ihrer Bedeutung innerhalb der deutschen Metall- und Automobilindustrie eine immer sehr verantwortliche Gewerkschaft ist, vorgerechnet, dass eine Verkürzung, eine moderate Verkürzung der Arbeitszeit Produktivitätsgewinne schaffen würde, Arbeitszufriedenheit erhöhen würde und damit auch die Möglichkeit, Leute zu gewinnen, in der Industrie zu arbeiten, die sich es vorher vielleicht nicht überlegt haben, bedeuten würde. Also auch ein Schritt sein würde, den Fachkräftemangel hier zu bekämpfen. Ja? Also natürlich muss man es alles von allen Seiten betrachten, sagt ja kein Mensch, dass es die Welt einfach ist und dass es immer nur eine Lösung gibt, habe ich ja hier schon gesagt. Ja? Aber immer auf der Seite sozusagen derjenigen zu stehen, die gern noch mehr Millionen und Milliarden im Sackel und am Konto hätten, das ist halt schon ein bisschen das Problem der ÖVP. Was aber auch nicht heißt, und da gebe ich Ihnen ja völlig recht, dass alles, was die Regierung jemals beschlossen hat, falsch ist. Ja, das ist ja eh klar. Ja, ich meine, auch eine Regierung mit ÖVP-Beteiligung sogar und sogar unter den Bedingungen, dass sie mit den Grünen koaliert, was dann eine Koalition ist, wo man sich gegenseitig bremst, wenn man sich gegenseitig nicht leiden kann, macht Beschlüsse, die richtig sind. Ja, ich könnte viele andere aufzählen. Natürlich war es auch richtig, die österreichischen Unternehmen während Corona zu stützen und die Arbeitsregelung, also dass sozusagen die Leute bezahlt worden sind, Kurzarbeitsregelung und so weiter. Das war alles richtig. Natürlich war es richtig, auch wenn wir heute wissen, dass es in manchen Bereichen, und zwar relativ vielen Bereichen, nicht treffgenau war, treffsicher war und dass sich viele sozusagen eine goldene Nase geholt haben, die es eigentlich gar nicht braucht haben. Ja, das wissen wir alles und trotzdem was Richtiges so zu machen, weil jeder Versuch, es treffsicher zu machen, hätte es so bürokratisiert, dass das Geld bei den Unternehmen erst angekommen wäre, wenn die meisten schon pleite gewesen wären. Ja, also weiß ich ja alles. Ja, das ist ja alles richtig. Ja, es ist ja nicht so, dass die Regierung alles falsch gemacht hat. Ja, aber Kritik aufgrund der Bilanz, die wir jetzt ja hier vorliegen haben, und es ist einfach so, ja, die Leute sind verzweifelt, viele Leute wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen können. Die Inflation geht immer weiter. Ja, die Tatsache, dass wir die Inflation nichts gegen die Inflation oder viel zu wenig gegen die Inflation getan haben, führt dazu, dass wir jetzt noch inflationstreibende Elemente haben, die gar nicht so notwendig wären, wenn wir vorher schon etwas gehabt hätten. Ja, natürlich die Steigerung der Energiepreise, die importierte Steigerungen waren und die das Reißen von manchen Lieferketten hat dazu geführt, dass die Inflation angestiegen ist. Ja? Aber das haben wir ja jetzt schon nicht mehr. Ja? Im Augenblick ist die Inflation getrieben durch die Inflation, die wir vor einem Jahr zugelassen haben. Und da wir vor einem Jahr mehr zugelassen haben, als notwendig wäre, hat man de facto selbst inflationstreibende Beschlüsse gefasst. Und das ist halt sozusagen Teil der negativen Bilanz dieser Regierung und das muss sie sich gefallen lassen. Ja? Das heißt nur nicht, dass sie alles falsch gemacht hat. Eh klar, ja? Auch diese Regierung hat was richtig gemacht. Ja,
plötzlich im Plauchersack, Lena. Kommende Woche bei der Sondersitzung könnte es sein, dass nicht einmal das zugestanden wird, dass die Regierung einiges richtig gemacht habe. Wird die ÖVP dann nicht tatsächlich dann von beiden Parteien, also von SPÖ und FPÖ, in die Enge getrieben, wenn es da eine große Sondersitzung zur Teuerung gibt und die ÖVP sagt, na? Also die SPÖ und die FPÖ kennend freuen sich da sicher schon einige auf einen heftigen Schlagabtausch und suchen nach möglichst polemischen Phrasen für ihre Reden, die sie dann dort schwingen werden. Aber als bekennender Fan des Parlamentarismus gehört zu einer Sondersitzung dazu. Es ist das Recht der Partei, so eine einzuberufen. Das wird sowohl die ganze Regierung als auch die ÖVP sehr, sehr gut aushalten. Und man wird dort Unterschiedliches diskutieren. Ich bin mir sehr sicher, dass allen Beteiligten, insbesondere den Vertretern der ÖVP, sehr klar ist, dass wir natürlich Herausforderungen haben, die wir meistern müssen, wo wir auch Modelle und Maßnahmen diskutieren müssen. Ich glaube nur nicht, dass das Ziel der SPÖ und der FPÖ wirklich ist, das dort ernsthaft zu diskutieren, sondern ich glaube eher, dass es ihnen darum geht, eine Show abzuziehen, aber wir werden sehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und in unserem letzten Teil reden wir darüber, was denn die Anklage gegen Sebastian Kurz für die ÖVP und die Regierung bedeuten könnte und ob drohende Rezession vielleicht auch Neuwahlen in Österreich bringen könnten. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem heutigen Duell mit Laura Sachslehner und Robert Miesig, zugeschaltet aus dem kühlen Norddeutschland. Laura Sachslehner, Sie sind ja Teil der türkisen ÖVP, vielleicht gibt es ja auch eine schwarze ÖVP mittlerweile. Was sagen Sie eigentlich dazu, dass es jetzt die Anklage, also eine erste Anklage gegen Sebastian Kurz wegen mutmaßlicher Falschaussage vorm Urschuss gibt? Was bedeutet das für dieses türkise Gefüge? Ich glaube, es ist wenig überraschend, dass es jetzt zu dieser Anklage kommt. Das hat man ja schon längere Zeit gemeinhin vor allem mit den Medien kolportiert, die ja da meistens besser informiert sind als alle anderen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Justiz sozusagen da ordentlich arbeitet und alle Fakten auf den Tisch legt. Und ich gehe davon aus, dass man dann zu dem Schluss kommen wird, dass da nichts dahinter ist. Und ich glaube nicht, dass man das jetzt irgendwie besonders überschätzen sollte. Also keine Rolle für die ÖVP? Nein. Robert, wie siehst du das? Spielt das irgendeine Rolle für die ÖVP oder ist das tatsächlich abgehakt und man sagt, nein, Sebastian Kurz ist Sebastian Kurz? Nee, abgehakt ist es, glaube ich, nicht. Ich meine, die ÖVP hat es ja nie geschafft, sich von Sebastian Kurz zu distanzieren und von dieser Philosophie oder der Idee oder wie man es nennen mag, die hinter diesem System Kurz gestanden ist, nämlich weit nach rechts zu gehen, mit einer Partei wie der FPÖ gemeinsam, der Kickl- und Strache-Partei, zu koalieren und dann quasi auch noch dieses ganze Sittenbild aus hinten herum Drehereien zu etablieren, wie sich es da jetzt in den Untersuchungsausschüssen und in den in den juristischen Aufarbeitungen und allem das gesamte Bild, das man jetzt gesehen hat. Ja? Davon hat sie sich ja nie vollständig distanziert. Im Gegenteil, diejenigen, die mit Sebastian Kurz da aufgestiegen sind und Teil dieses Systems sind, sind ja zum Teil sogar wieder zurückgekommen, nachdem sie die Politik kurzfristig verlassen haben, wie zum Beispiel der jetzige Kommunikationschef der ÖVP, der Herr Fleischmann, und so weiter und so fort. Also hat es Karl Nehammer nicht geschafft, ich weiß nicht aus welchen Gründen nicht, man hätte ja versuchen können, man hat ihn nicht gelassen oder auch sein innerer Antrieb war nicht stark genug, kann ich nicht beurteilen, hier einen klaren Schnitt und einen Neubeginn und einen Weg zurück in eine andere Art von politischer Kultur, einer Kultur sozusagen der Anständigkeit, aber auch des Dialogs und der Vernünftigkeit zu gehen. Ja, ganz im Gegenteil, jetzt schaltet man wieder de facto auf dieses, ja, wir sind die bessere FPÖ und macht sozusagen quasi diese Kampagnisierung mit Dummheitsthemen von Bargeld und permanent die Flüchtlinge und was auch immer. Also die gleiche Sebastian-Kurz-Geschichte. Also ganz davon distanzieren kann sie sich nicht. Ja.
Der Prozess beginnt jetzt am 18. Oktober, glaube ich. Also der wird uns de facto auch in das Wahljahr hinein sicherlich begleiten. Natürlich, es gilt die Unschuldsvermutung und es sind auch schon andere Verfahren durch der WKStA durchaus auch mit Freisprüchen geendet und manche mit Freisprüchen, die wirklich, also sozusagen, wo die Anklage mit Pauken und Granaten zusammengebrochen ist. Ich habe diese und auch andere Anklagen gelesen, soweit man das halt kann, in dieser erste Strafantrag. Das wirkt alles schon sehr, sehr gut und dicht recherchiert und indizienreich und mit verschiedenen Sachbeweisen und auch verschiedenen Zeugen. Also nicht nur dem einen Kronzeugen, wird man sehen, aber auf jeden Fall wird das sehr, sehr, sehr schwer für Sebastian Kurz und seine Anwälte und die anderen Prozessbeteiligten, also die anderen Angeklagten, hier diese Anklage zu bekämpfen. Also Spaziergang wird es für die sicherlich keiner. Gut, wie es dann vor Gericht ausgeht, da haben wir alle miteinander keine Ahnung. Sollte es mit einem Freispruch enden, ist dann eine Rückkehr von Sebastian Kurz in die Politik denkbar? Nein, das glaube ich nicht. Und er hat das ja selbst auch schon mehrmals ausgeschlossen. Und einen Satz muss ich noch zum Herrn Misik sagen, weil wir sehen ein wiederholendes Muster. Die SPÖ tut sich schwer damit, demokratische Wahlergebnisse zu akzeptieren. Nämlich einen Satz noch dazu. 2017 hat es eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ gegeben, weil ÖVP und FPÖ auch die zwei großen Wahlsieger dieser Wahl waren. Das nennt man Demokratie, Herr Misik, ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Da gibt es Wahlen, die sind dann demokratisch legitimiert und die bilden dann eine Koalition. Und nachdem wir das jetzt schon öfters gehört haben, wollte ich das noch einmal klarstellen. Und zu allem anderen, was da gesagt wurde, verschlägt es einem nur jedes Mal wieder aufs Neue die Sprache. Sie sagen in einem Satz, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, nachdem Sie 2 Minuten lang in jedem Satz eine ganze Partei und Leute sozusagen vorverurteilt und angepasst haben, aber auch das hat mittlerweile System. Kommen wir zum Ende dieser Diskussion auf mögliche Neuwahlen. Es gibt zumindest die Spekulation, dass sich oder die Befürchtung international, aber auch national, dass sich eine Rezession ausweiten könnte. Und da gibt es manche, die sagen, die Regierung könnte dann in vorgezogene Nationalratswahlen gehen, um quasi eine volle Rezession, weil volle Rezession würde natürlich auch Arbeitsplatzverluste bedeuten, zu verhindern. Für wie realistisch erscheint dir das? Ein Satz noch zu dem Vorhergehen. Also Sie sagen immer anpatzen, wenn man der Regierung vorhält, was alle Menschen wissen, was diese Regierung getan hat. Ja? Und natürlich gilt im juristischen Sinne die Unschuldsvermutung, aber nicht im politischen und moralischen Sinne ein Freispruch, weil das Sittenbild, das sich hier ergeben hat, das ist ja jetzt schon eindeutig. Ja? Das ist das eine. Also und Kritik muss man gut, sich... Gut, aber Robert, ganz kurz, bei der Verhandlung geht es nur um die Aussage vorm Urschuss. Da geht es noch nicht um den Rest, den du meinst. Klaro. Deswegen habe ich das ja auch so deutlich gemacht. Das ist hier, das Sittenbild ist klar und da sollte man nicht anstreifen. Ob das jetzt in diesem Fall oder in anderen Verfahren, die noch vor uns liegen, zu einem juristischen Ergebnis führt, werden wir sehen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, weil auch für normale Menschen gilt ja sozusagen nicht alles, was erlaubt ist, ist gleich moralisch anständig. Aber das ist das eine. Um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, weißt du, ich glaube, ich habe keine Ahnung, ob die Regierung Neuwahlen riskieren wird. Normalerweise macht man Neuwahlen, wenn man das Gefühl hat, es könnte einem irgendetwas bringen und nicht, wenn man Angst hat, ist so quasi, es geht uns jetzt so sehr schlecht und wir werden diese Wahlen verlieren, aber vielleicht verlieren wir es in 6 Monaten noch Ärger. Ja, also ich glaube, das ist nicht lebensnah, weil letztlich Politiker und Politikerinnen auch Menschen sind und eher den umgekehrten Instinkt haben, wenn es uns jetzt schlecht geht, vielleicht passiert im nächsten Dreivierteljahr irgendwas, sodass es uns wieder besser geht. Ja? Also ein bisschen so eine Hoffnungshaltung. Insofern, ich meine, kein Mensch weiß es, es ist Kaffeesudleserei, aber ich bin kein großer, Anhänger der Neuwahltheorie.
Jetzt werden Sie natürlich sagen, die Regierung plant gar keine Neuwahlen, aber es fällt schon auf, dass die Abgrenzung zwischen ÖVP und Grüne immer stärker wird. Sollte diese Regierung halten, geht es dann bis September so weiter, dass beide Regierungsparteien sich in Wirklichkeit schon im totalen Wahlkampfmodus befinden? Also ich glaube, man darf diese Abgrenzung, wie Sie es jetzt formuliert haben, nicht überbewerten. Das ist logisch bei zwei Parteien wie ÖVP und Grüne, dass es da einfach Dinge gibt, wo man sich nicht einig ist und wahrscheinlich auch nicht einig wird bis zum Ende der Regierung. Aber ich würde es auch nicht überbewerten. Nicht jedes tagespolitische Geplänkel ist sofort ein Vorwahlkampf und nicht jede Auseinandersetzung innerhalb einer Koalition ist sofort sozusagen ein Anzeichen dafür, dass dann da nichts mehr funktioniert oder gar nicht mehr gearbeitet wird und man deswegen entweder nichts mehr macht oder in Neuwahlen gehen muss. Also ich glaube, da werden einfach viele Einzelaussagen überbewertet und ja, ich gehe auch davon aus, dass bis zum Ende die Koalition halten wird. Robert, ganz zum Schluss noch, Herbert Kickl hat in seinem ORF-Sommergespräch quasi den Bundespräsidenten ziemlich kritisiert, wegen dessen Aussage, dass Herbert Kickl nicht automatisch den Regierungsbildungsauftrag bekommen würde, selbst wenn er Nummer 1 würde. Sollte die Nummer 1 den Regierungsbildungsauftrag erhalten, weil ob eine Koalition dann zustande kommt oder nicht, weiß man eh nicht. Oder siehst du es anders? Ich sehe es mal so, dass das Entscheidende ist, dass eine radikalisierte und immer sich mehr ins Extremistische schraubende FPÖ dieses Land nicht regieren soll. Ja, das ist ja vor allem auch eine klare Haltung, die man bis zum Wahltag immer klar und konsequent vertreten muss. Ja, wenn sie dann tatsächlich relativ stärkste Partei ist, dann hilft dir das in dem Sinn auch nichts, weil wir sind eine Demokratie und du brauchst im Parlament eine absolute Mehrheit der Mandate, also sozusagen quasi 50% plus einen Abgeordneten. Solange du den nicht hast, kann jede andere Regierungsform gebildet werden. Ja? Und insofern hat natürlich die Nummer 1 nicht automatisch den Anspruch auf den Kanzler, auf den Regierungsbildungsauftrag. Das ist in Österreich eh so eine seltsame Geschichte, weil es dem im juristischen Sinne nicht gibt. Kann man aus Gepflogenheitsgründen, könnte man sagen, es kriegt der Erste den Regierungsbildungsauftrag und wenn er ihn keine Regierung zustande bringt, wird der Zweite und Dritte beauftragt. De facto ist es in Österreich so, dass sich die Parteien, das haben wir ja schon mal erlebt, im Jahr 1999, 2000, dass sich die Parteien, die miteinander regieren wollen, quasi zusammensetzen und ein Regierungsprogramm und eine Mehrheit schmieden, egal ob sie einen Auftrag haben oder nicht. Und dann kannst du sozusagen, so funktioniert das in Österreich. Insofern ist das eher eine sehr, sehr technische Frage. Und Herbert Kickl, wie immer, hat er sozusagen redet irgendein Schmarrn daher. Wir können nicht mehr über dieses ganze Sommergespräch sprechen. Es war faktisch könnte man sozusagen 10 Positionen finden, wo er geschwindelt oder Unwahrheiten gesagt hat oder irgendwas behauptet hat. Der Mann lebt schon in einer Fantasierealität, die an vielen Stellen überhaupt nicht mehr mit der Wirklichkeit, auch nur mit losen Fäden verbunden ist. Laura Sachs-Lehner, auch an Sie zum Schluss die Frage, würden Sie, also sind Sie der Meinung, dass die FPÖ den Regierungsbildungsauftrag erhalten sollte, falls sie Nummer 1 würde? Und wird die ÖVP diese Herbert Kickl sei nicht normal Debatte fortführen, die sie in den letzten Tagen und Wochen geführt hat? Also natürlich sollte die stärkste Kraft den Regierungsbildungsauftrag auch bekommen, so wie es in Österreich bisher immer üblich war. Ich halte es nur für abstrus, dass darüber jetzt schon philosophiert wird, weil am Ende des Tages hat zuerst der Wähler das Wort und wir wissen überhaupt nicht, wie das Wahlergebnis sein wird. Und da finde ich es auch merkwürdig, dass sich der Herr Kickl offensichtlich schon im Kanzleramt wähnt. Also am Ende des Tages gibt es dazwischen noch eine Nationalratswahl, die voraussichtlich erst in einem Jahr stattfinden wird. Und ich hoffe natürlich, dass die FPÖ nicht als stärkste Kraft daraus hervorgehen wird. Ich glaube, was mein liebstes Szenario wäre, ist eh klar. Und ich halte es auch für
richtig, unabhängig, ob normal oder nicht normal oder wie auch immer man das jetzt benennt, dass man natürlich thematisiert, welche Politik die FPÖ da verfolgt. Also gerade wenn man sich das Sommergespräch mit Herbert Kickl angeschaut hat und er einfach ganz offen sich hinsetzt und mit den Identitären liebäugelt, das geht sich wirklich nicht aus. Und da muss natürlich, also da ist, glaube ich, jeder von uns, aber natürlich auch die ÖVP gefordert, klar aufzuzeigen, dass das eine Politik ist, die keinen Platz in Österreich hat. Gut, dann danke Laura Sachs-Lehner, danke Robert Miesig, Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.